Moin, Ralle. Moin, Thomas. Ist lange her, würde ich sagen, oder? Oh, länger. Echt? Ja, stimmt. Das eine war ja so eine Remote-Geschichte, ne? Also, dass du da in Nürnberg da rumgeturnt bist. Für mich war das ja immer so eine Folge. Da dachte ich ja, du wärst dabei gewesen. Warst aber gar nicht, ne? Stimmt. So lange ist das ja schon her, stimmt. Alles gut. Aber Fotografie ist heute nicht das Thema, aber das könnten wir demnächst mal wieder machen, wir beide, weil da kennen wir uns, glaube ich, auch ganz gut aus. Wo wir uns noch gut auskennen, ist Musik. Und dann aber eigentlich die gedruckte Kunst, die dazugehört. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich bin aber nicht extra runtergegangen in meinen Plattenkeller, also und habe geguckt, was ich so alles besitze, weil ich habe tatsächlich alles noch, ne? Ja. Also ich habe... Ich auch, aber ich habe keinen Plattenspieler mehr. Ja, doch, so ein olles Gerät habe ich noch irgendwo rumfliegen. Irgendwann werde ich es mal wieder reaktivieren. Ich habe dir erzählt von meinem kleinen Traum, den ich habe, ne, oder? Nee, ich habe... Du hast dauernd Träume, ja, aber diesen speziellen, glaube ich, der fällt mir gerade nicht ein. Ich habe... Also, wenn wir tatsächlich hier mal zu Hause noch mal ein Zimmer frei haben, das wird irgendwann mal sein. Genau, habe ich dir erzählt. Stimmt, ne? Das hast du gesagt, ja. Dein Musikzimmer. Ja, dein oder zumindest. Refugium. Das ist ein gutes Wort übrigens, Refugium. Ne? Ja. Dann, ich finde das irgendwie ganz schön, wenn man sich so auch mit den Dingen so umgibt, die man so sein Leben lang so, weiß ich nicht. Das finde ich ganz toll irgendwie. Dann hole ich die Platten hoch. Das stimmt. Stell die hier in den Schrank und. Ja. Kopfhörer auf und. Ja, oder du kannst ja auch, du magst ja auch laut, ne? Also habe ich so die Schere aus der Erinnerung. Ja, das hört sich jetzt extrem an, wenn du es so sagst, aber ich mag es schon lauter, ja. Also es muss schon. Ich muss das irgendwie schon fühlen. Ja. Ne? Und das passt gerade gut, weil meine Nachbarn über mir, die sind jetzt gerade mal wieder, glaube ich, eine Woche weg. Das ist so super. Da kommen wir gleich zu. Wir wollen ja auch noch ein bisschen über Technik reden, was wir so besessen haben. Da habe ich ja was ganz Feines hier und das genieße ich jetzt diese Woche. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber machen wir erstmal das andere, die Plattencover. Wir beide kommen ja aus der Zeit, ich habe ja glaube ich 10 Jahre Vorsprung, wo nichts anderes gab. Ja. Die Musikkassette lasse ich jetzt mal weg, die war wirklich jenseits immer von gut und böse, fand ich. Ich habe mal eine zum Geburtstag geschenkt bekommen, keine Ahnung, wie alt ich da war. Die blaue oder die rote, nee, ich glaube die blaue von den Beatles als Kassette. Das war wirklich grenzwertig. Also vom Sound her und vom Format her, ne? So klein, ne? Eine Musikkassette, das ist ja wirklich ein Witz, ist das. Ne? Das ist ja eine CD ist ja schon quasi ein Palast dagegen. Aber ich finde, die Platten immer 30x30 hat wirklich ein tolles Format. Ne? Und da konnte man auch echte Kunst unterbringen. Ne? Und das war, warst du so einer, der sagt, boah, das Cover ist so geil, da muss die Band auch gut sein? Oder war eher die Musik und dann hast du es versucht zu finden in gut sortierten Plattenladen? Nee, also das Cover war nie der Magnet für mich. So wie für manche vielleicht auch ein Buchcover aussuchen. Ne? Nee, also das, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das habe ich dann hingenommen, so wie es war, ne, was du vorgesetzt bekommen hattest und ja, ich habe das dann einfach gekauft und manche fand ich natürlich richtig, richtig cool. Manche fand ich langweilig, obwohl die Musik super war. Aber es wird ja dann in deine eigenen Erinnerungen verklärt das ja alles so ein bisschen, ne? Also, weil du die Musik und deine Gefühle von damals, das spielt ja eine große Rolle, ne? Ob das Cover wirklich jetzt große Kunst ist, keine Ahnung. Da kann ich dann auch oft nicht viel zu sagen irgendwie. Ne? Da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Es gibt ja diese Banane von Velvet Underground. Das war ja, glaube ich, so für mich so das erste Ding. Ne? Jeder kannte das Ding, aber die Band war jetzt wirklich nicht so, sag mal, dass man es unbedingt haben musste. Aber das war, sag mal, so ein Designstück.
was mir so richtig aufgefallen ist, ne? Also, weil dann hinterher war die Banane ja noch im anderen Sinne, ne? Mit dem Thomas Baumgärtel. Aber so, das war für mich, ja, so ein Ding, Mensch, erkennt man sofort, ne? Du weißt sofort, wer es ist. Du kannst jemanden nachts wachtrütteln, du weißt, ne? Also, vielleicht Velvet Underground, vielleicht noch so Andy Warhol, vielleicht auch noch so ein bisschen. Aber die Banane an sich, die war, das war schon. Ja. Style, sag ich. Doch, doch, da kann ich mich, da kann ich mich auch dran erinnern an das Cover. Hm. Obwohl ich, ja. Diese Mucke ist nicht so meine Richtung gewesen, aber daran kann, da kannst du mal sehen, dass es auf jeden Fall hängen bleibt, sowas, ne? So ja. Popkulturmäßig, ja. Ne? Genau. Ja, was war denn noch so deine Zeit jetzt hier? Also bei mir, ich sag jetzt mal. Ja, also ich würde mal sagen, so richtig anfing es erst bei mir so. Ende, ja, also ich war ja 79, war ich 70er, ja 10, ne? 79 war ich ja 10 Jahre alt. Und irgendwann, ab los, den 80ern, ne? Dann, ja, da fing ich auch an, meine eigenen Sachen zu kaufen, von ein bisschen Taschengeld irgendwann mal. Ne? Ja. Ja, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir halt auch Sachen nachgekauft irgendwie, ne? Queen Greatest Hits habe ich gehabt, die habe ich geliebt. Die kam damals raus. Ja. Habe ich absolut geliebt. Da waren sie alle vier drauf. So ein, wie so eine Art Porträt-Shooting, alle vier in so einer schwarzen Lederjacke. In so einem roten, dünnen Rahmen, was aber so leicht nach unten gekippt, verzerrt war. Also. Ja, in dem Alter, das hast du halt angehimmelt. Ne? Das war halt das Ding für dich. Das war die Band. Fand ich total geil. Aber das war ja, glaube ich, auch so ein Trick, das haben viele gemacht, ne? So Porträt-Shooting. Ne? Beim weißen Album, ich sage jetzt mal, das war ja vielleicht auch noch die Stil-Ikone, wo nun gar nichts drauf war. Ich glaube, da stand nur The Beatles drauf. Und da waren ja auch Porträts mit, also gedruckte Porträts der vier aus Liverpool dabei gelegt. Ne? Das war ja auch so ein Ding, ne? Mit Poster quasi, also in hoher Qualität. Fand ich auch schon cool. Ja, ne? Also, dass man ne, bei vier Leuten, ne, so, es passt auch ins Quadrat rein, das ist einfach gut. Also fand ich ja. Schon, ich weiß nicht, das haben sicher viele gemacht. Ne? Also mir kommen jetzt ziemlich viele Plattencover mit diesem 2x2 sozusagen in den Sinn. Das Album, das habe ich natürlich auch. Ich habe alles von meinem Vater übernommen. Da hatte ich aber irgendwann nicht mehr diese Porträts drin gehabt und habe mir das später mal nochmal nachgekauft. Okay. Als nochmal eine Neuauflage, eine Pressung mit allem drum und dran. Und dann waren da auch die Nachdrucke drin. Da habe ich mir vier Rahmen für gekauft und die habe ich hier aufgehängt. Ja. Weil ich die auch das cool fand, die Porträts aus der Spätzeit von denen. Ja. Mhm. Aber ein weißes Album finde ich natürlich legendär. Ne? Ich glaube, das Rote und das Blaue, das kam ja hinterher erst. Ne? Die wurden ja irgendwie, keine Ahnung, von George Martin einfach so, nee, Quatsch, der war es ja gar nicht. Wer war denn das, der einfach die so auf den Markt geworfen hat? Ich glaube, die Beatles wollten das ja gar nicht, ne? Eigentlich. Ja. Es war ja eine Compilation. Ne? Also es ja, genau. Ja, Best genau. Of. Ne? Das war Best Of. Das rote Album. Für die Hörer, die das nicht so wissen, ist das rote Album ist nicht einfach nur rot, ne? Also weil wir gerade vom weißen Album sprachen, ne? Das weiße Album, ja, genau. Soweit Album ist einfach nur weiß. Und ich glaube, es gibt einen kleinen Prägedruck, ne? The Beatles. Prägedruck The Beatles, unten rechts. Genau. Ja, genau. Das rote Album hat einfach, glaube ich, nur einen roten Rahmen und sie gucken von einem Treppenhaus irgendwo nach unten. Vom Geländer. Genau. Ne? Balkon oder sowas. Genau, runter, genau. Ne? In so einen Flurschacht runter, so im Winkel aufgenommen. Das hatte einen roten Rand und das rote Album ist so die, ich würde sagen, so die erste Hälfte der Beatles, so die Rock'n'Roll-Ära, würde ich sagen. Ja, ne? Bis 66 oder sowas war das. Genau. Für die Hälfte. Ja. Und dann gab es noch das blaue Album, was dann so die späten Beatles meine... Fand ich ehrlich gesagt besser. Ja, ich auch. Meine Lieblingszeit, die finde ich einfach super, ne? Ja, habe ich auch im Keller, kurze Aufklappen, glaube ich, ne? Echt super, also alle Klassiker drauf, ne? Genau. Ja. Ja. Was mir noch einfällt, sind manchmal diese ganz einfachen Dinger, wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, ne? 4630 Buchen, einfach mit Kreide drauf gepinselt. Kult.
fand ich irgendwie cool. Ne? Allein der Titel. Und mehr müsste es gar nicht haben. Nein. Ne? Also das, ja. Absolut. Ist, ja, genau, mehr braucht es nicht. Aber das ist seine Adresse. Zack. Genau. Ja. Ist heute totaler Kultstatus, muss man sagen. Ne? Ja, aber ich meine, es hört sich so einfach an, ne? Aber die Idee muss man haben. Ne? Das finde ich irgendwie. Ne? Also, hast du schon mal eine Platte selber pressen lassen oder sowas? Nee, ne? Nee, selbst pressen lassen habe ich überhaupt nicht. Auch nicht mal zum Spaß oder so. Aber ich habe ja einen lieben Arbeitskollegen, habe ich schon mal berichtet von, den ich leider noch nicht überreden konnte, hier mit uns zu sprechen. Und der hat ein eigenes Plattenlabel gegründet vor über 10 Jahren und ist wirklich sehr, sehr erfolgreich weltweit und presst dann Musik von so nicht ganz Unbekannte, aber so ein bisschen aufsteigend. So klar. Ja, ja, eine gewisse Auflage muss schon haben, ne? Sonst lohnt sich der ganze Scheiß. Und das boomt unglaublich, ne? Ja. Also. Ja. Kleiner Sidekick, ich war letztens in der Steiermark, da habe ich, da gab es so eine Genusskarte, da gab es einen freien Eintritt bei Austro Vinyl. Das ist so ein Presswerk, ich glaube, das ist ziemlich erfolgreich, glaube das einzige weit und breit da in Österreich. Die haben mir sogar gesagt, die wären sogar fast irgendwie exklusiv oder sowas, die da so richtig in Auflage noch Platten drucken können. Die sind so mehr so im Hardrock-Bereich, aber wenn natürlich einer um die Ecke kommt und sagt, komm, mach 100 Stück davon, dann werfen die das Werk an. Ne? Und da kommt man reingucken, wie das funktioniert. Ne? Das ist total easy eigentlich. Ne? Man macht einfach so einen Klumpen. Ja. Dieses Master-Ding muss natürlich super lupenrein sein. Ne? Und dann geht es zweimal hin und her, ist höllenwarm da drin. Ne? Und dann wird mal ein bisschen der Rand abgeschliffen, also wie so ein Pfannkuchen oder wie heißt das, so Waffelteig im Prinzip. Ne? So einmal draufgepresst und dann, ja, dann muss die Hülle noch gemacht werden. Also wir machen die auch da. Und dann zusammengesteckt, ein Karton und fertig. Ne? Also das fand ich irgendwie fand ich interessant. Also ich habe zwar ein bisschen größer erwartet, aber wo ich gesehen habe, ne, tak, tak, pff, tsch, tak, tak, ne, und dann wieder den Rand rausgefräst, wieder neu zum Einschmelzen, fand ich irgendwie, ja, also wie Waffeleisen kam mir das vor. Ne? Ja, ach Mensch, das war eine Zeit. Ja. War schön, wirklich. Also Platte rausholen, dann so mit diesen Samt-Dingen da, so den Staub aufsammeln. Nicht mit dem Besen? Ich hatte so ein Samtkissen mit so einem Griff und dann drehte sich der Teller und ich habe das einfach so drüber fahren lassen. So, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ne? Und ja, Freundin da gehabt. Ne? Ist klar. 25 Minuten, dann musst du dann einmal durch sein. Ja, genau. Und dann was weiß ich, war eine schöne Zeit als Teenager. Echt. Ja, ja, klar. Aber ja, außer der Nostalgie weiß ich nicht, ob ich da jetzt tatsächlich nochmal einen Plattenspieler kaufen würde. Also einen nutzbaren. Ich bin ja auch nicht so ein Superfreak jetzt, so wie du, ne? Der da, sag mal, wenn du selber Musik machst, da stehst du sicher noch ein bisschen anders dahinter. Aber sich da so dahinsetzen, das würde mir fast ausreichen. Einfach Kopfhörer, Apple Music an und fertig. Ja. Jede Musik, die ich haben will, sofort. Ohne aufstehen. Ja, was heißt Superfreak? Also Musik ist bei mir absolut im Zentrum. Und jetzt erstmal unabhängig davon, was für ein Format wir jetzt hier haben. Also ich kann tatsächlich einen richtig tollen Song auch total genießen, obwohl der nur aus dieser kleinen, furzigen Alexa-Kugel hier rauskommt, die sie erstaunlicherweise gar nicht schlecht anhört. Ich bin selber überrascht, was da rausbrummelt, aber das kann ich schon auch genießen und was da gesungen und gedichtet wird und Musik und Akkorde und Dynamik, das kommt bei mir natürlich trotzdem hier oben und in meinem Herzen an, gar keine Frage. Klar. Dafür brauche ich jetzt nicht zwingend irgendwie High-End-Gedönse. Nee, das brauche ich nicht unbedingt. Also da, zum Thema Superfreak. Also es geht auch,
Aber ich kann das auch schon wertschätzen, wenn ich das habe. Das ist dann nochmal einfach ein anderes Level. Ja, ne? Ja, da gab es ja andere Zeiten. Ne? Früher, ne, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein erstes Ding war, glaube ich, irgendwie so ein Radiorekorder oder sowas, ne, wo man so, ne, so draufdrücken von Grundig, ist ja klar. Hatte ich auch. Und dann war es irgendwie eine Anlage, so eine Kompaktanlage mit einem Plattenspieler dabei. Also Kassettenrekorder, Radio-Tuner hieß es dann ja später. Ne? Klingt ja viel cooler. Und mit Plattenspieler sozusagen, dass du direkt aufnehmen konntest ohne Kabelgedöns. Ne? Also so ein Kompaktding. Ich glaube, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht. Da ging das ja los. Ne? Und da musste ich meine Eltern aber echt hart beknien. Ne? Das sagen wir, da gibst du nur Geld aus für Platten. Und ne. Und dann ja, Musik hören auch. Ne, ne, ja, klar. Ja, du hast ein anderes Elternhaus, ne? Weil meine waren da sehr, sehr restriktiv, ne? Denn ich meine, man lässt sich da auch ja nicht einsperren. Ich meine, meine Plattensammlung, keine Ahnung, wie viel das sind. 200, 300, 400 Platten weiß ich jetzt gar nicht. Also so ein ganzes Regaldings war voll. Ich habe sie wirklich nie gezählt. Aber im Laufe von 10, 15 Jahren zusammengekauft. Irgendwann hat es mal aufgehört. Ne? Also da, ich weiß nicht, wann das war, Mitte der 20er oder sowas. Da habe ich quasi nur noch von meinen Lieblingsband, wenn da was Van Morrison was Neues rausgeholt hat. War mir auch egal, welches Cover das war, aber der hat auch mal schöne Covers gehabt. Dann, wenn mir das gefallen hat, dann habe ich es gekauft. Ne? Aber sonst waren es auch viele Sachen, die man irgendwie früher auf Kassette hatte, das tue ich mir wirklich nicht mehr an. Ne? Also im Auto ist ja irgendwann der Kassettenrekorder auch verschwunden. Ne? Dann war dann plötzlich die CD drin, dann war es dann halt die CD. Ne? Also da hat man so ein kleines Päckchen dabei gehabt und die dann gut durchgenudelt. Also immer so 3, 4, 5 mitgenommen, ne? Auf den Fahrten dann angehört. Aber da war nicht mehr viel Neues. Ich weiß nicht, irgendwann, wo dann iTunes anfing, ich musste jetzt wirklich ganz lange nachdenken, weil ich mir tatsächlich einen richtigen Tonträger in welcher Form auch immer gekauft habe. Ich weiß, also mindestens 15 Jahre. Also das würde ich aber auch sagen, dass das lange her ist, bei mir auch. Ja. Also auch verdammt lange her. Bei iTunes kam auch spät, da haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht zu iTunes hin. Ne? Da liegt ja noch eine Menge zwischen. Ja, ich habe nur meine beiden drei Geräte. Ach so, ja, stimmt. Dieser Technikwahn, ne? so ein Hi-Fi-Tour musste man ja haben und so viel leuchten und bling-bling wie möglich, oder? Ja, also mein Vater, der hatte sowas natürlich gehabt. Ne? Der hat sich irgendwann mal, ich würde mal sagen, so Ende der 70er hat er sich so ein Traum erfüllt, glaube ich, weil Geld war auch nicht so viel da und irgendwann hat er dann sich so einen Hi-Fi-Turm gekauft. Das war natürlich das Ding bei uns. So ein wirklich, so ein mehrere Elemente von Marantz übrigens. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie populär die noch sind oder ob es sie noch gibt. War damals. Also Denon, Kenwood, Marantz, also diese japanischen, ne, die da so einmal den Markt da gut geflutet haben. Genau. Ne? Das waren doch gute Geräte. War, ne? Sahen schön aus, ein bisschen minimalistisch. Ja, genau. Ne? Und also. Das, was ich nicht vergessen werde, ist, das Ganze war ja in so einem Art Möbelstück untergebracht, ne? Mit einer Glastür. Und die Knöpfe, die waren ja wirklich auch so groß und die ließen sich so unglaublich satt bewegen. Genau. Das hatte sofort so eine Wertigkeit gehabt, so. Da, ja, wie so ein Mühlenflügel quasi. Ja, ne? Wirklich. Also das war auch so fein einzustellen und also das habe ich noch sehr gute Erinnerungen. Ne? Und da durfte ich natürlich auch dann später meine Sachen mithören und aufnehmen. Ja, ne, haben wir noch lange Freude mitgehabt mit diesen Sachen. Ne? Dieses Rack war ja nicht das eine, sondern dann fängt der Glaubenskrieg ja an. Ne? Welche Särge baut man daneben? Ne? Also die Boxen. Stimmt. Da kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, aber es klang immer sehr gut bei uns. Mein Papa hatte auch immer schon, hat sich's gut gehen lassen irgendwie. Sound war immer schon gut. Ja. Mhm. Das war schon Wahnsinn, wie voluminös das Ganze war und wie schön, also wie relativ gut man das mittlerweile schrumpfen kann. Oh ja. Ne? Also ich war schon. Oh ja. Hier irgendwann haben meine Jungs hier mal, ich meine JB.
L oder was ich habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen, ja, so ein kleines Emblem, aber die waren relativ teuer, habe ich sogar gebraucht gekauft, die, ich meine, Boxen gehen nicht kaputt, ne? Also da, wenn da keine physische Gewalt dran kommt, und das war dann der Fall, dass die mal irgendwie da rumgespielt haben, ein Riss da drin, nicht schön, egal, aber nee, da habe ich, glaube ich, echt viel Geld für bezahlt. Aber die halten ja ewig. Das ist ja, ne, das, aber wie gesagt. Nutzen die sich eigentlich ab? Das frage ich mich manchmal. Nee, glaube ich nicht. Wie denn? Ja, da ist ja doch, nee, doch eine Physik auch. Da ist ja eine Physik hinter. Ja, aber der Magnet und die Membran, da ist ja, da musst du ja schon mit, was weiß ich, mit Wasser fluten oder sonst irgendwas. Aber so dieser Magnet, der. Ja, gut, der. Ich glaube nicht, so ein Hut geht da auch nicht kaputt. Ist ja auch so eine Art Filz, ja, oder irgend so ein Verbundmaterial. Frag mich jetzt nicht ganz genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die richtig verschleißen. Mhm. Also glaube ich nicht. Nee, aber weiß ich nicht. Nee. Hatte ich aber auch gehabt, so Boxentürme, dann hatte ich auch gehabt, mal später dann, als mein Sohn geboren wurde. Ist ja so, dass wie soll ich es nennen, das Hassobjekt aller Ehefrauen, sag ich, so ein bisschen, ach, müssen diese Klötze hier stehen, hier, muss das hier so sein? Also das ist, also ich glaube, da werden viele jetzt nicken, glaube ich. Ja. Ne? Ja, habe ich mich aber durchgesetzt, und ja, mein Sohn war ganz klein, gekrabbelt, und beim nicht aufpassen hat er dann einfach da hat er dann irgendwie seine Trinkpulle da reingeschüttet oder irgendwas gemacht, ich weiß nicht. Ja. Die waren dann kaputt. Irgendwann mal. Ja. 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 Aber da muss man streng sein, ne? Da muss man die eigentlich mindestens 14 Tage lang in den Keller sperren, oder? Ja. Da unterscheiden wir beide uns wieder. Ja. Ja. Da war er noch sehr klein, da konnte er nichts für irgendwie. Ja, ja, na Quatsch, ja, natürlich. Ja. Ja, also wenn ich nochmal zurückgehe, diesen ganz kleinen, flachen Rekorder, den habe ich auch gehabt. Ne, das war ja nur so eine. Walkman. Vorher noch diese. War ja eigentlich nur so ein. Ach so, das, dieses, ach Gott. Ja, da war nur so eine Art Brotdose, okay, ne, kann man sagen so, ne? Stimmt, da wo hinterher Benjamin Blümchen drauf lief. Genau. Und auch mit zwei Knöpfen und dann per so, ja, Auswurf so. Ja, mit, ja, genau. Ne? Das, ja, habe ich auch gehabt, in Nussbraun oder so, von Grundig, glaube ich. So. Hm. Hm. Und dann irgendwann Weihnachten kam so wirklich so ein Ghetto-Blaster. Anfang der 80s. Also so ein Silber. Stimmt, du warst silbernes, ja, Teil. Später, richtig. Hm. So ein Japan-Plastik-Teil, ja, ne? Ja, genau. Ich weiß aber wirklich nicht mehr die Firma und die Marke. Also die Bezeichnung. Aber das war das Ding natürlich, ne? Weil da war natürlich Radio drin, Kassette drin, hat für damals bassig geklungen und ich konnte selber Mel Sunduck aufnehmen. Ne? Und natürlich, Ruhe jetzt. Also das war ja Wahnsinn, mein eigenes Portales, ja, Portables. Ne? Man muss das so in der Zeit sehen, ne? Weil das hat, ja, das war schon. Das versteht keine Sau mehr, ne? Weil ich kann ja noch mal bei mir noch viel weiter zurückspringen. Ich hatte ja noch einen Tonband, ach, ne? Damals. Ja. Ne, so mit magischem Auge. Da musste ich immer für mein, also ich glaube, auch schon mal erzählt, meinen Eltern für die Party da zusammenmischen von irgendwas, ne? Und dann, und ganz, ganz früher gab es noch keinen Anschluss, sondern da habe ich es aufgenommen mit Mikrofon. Oh. Das war natürlich, als dann hinterher diese Anschlüsse kamen und da gab es eine Verbindung vom alten Radio. Ich weiß gar nicht mehr, das war ein ganz komischer Stecker, so mit so zwei Dingern und dann musste noch irgendwas und diesen Fünferring, also so Dings, ich weiß nicht mehr, Dienststecker oder, ja, wie der hieß. Das war dann das Highlight, das dann ohne Störungen dann auch das aufs Tonband, ne, mit, ne, von Aqua, diese großen Dinger. Ne, rumfriemeln und viele Stunden aufspielen. Ne? Da konntest du mit verschiedenen Geschwindigkeiten machen. Also war die Qualität zwar lange schlechter, aber du konntest halt mehr drauf basteln. Mhm. Also da war ich der Toningenieur. Ja, klar. Ist klar. Ja, klar. Nur das Ding habe ich irgendwann mal von der Heizung gerissen. Ich war so am Wibbeln und dann greife ich dann, also ehe der nach hinten knallt, dann habe ich natürlich irgendwas gegriffen, was da war und dann rabaut's, ne? Aber das konnte ich doch irgendwie reparieren, weil irgendwelche Röhren, mein Opa war irgendwie Diplom-Ingenieur und der hatte tatsächlich irgendwelche Röhren, die er organisieren konnte. Mhm. Und dann konnte ich das tatsächlich auswechseln. Mhm. Da war ich noch mutig.
Also da konnte man noch aufschrauben und gucken. Also da habe ich gesehen, da leuchtet was nicht und dann drauf geguckt, was ist das? Nö, 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 bring mal mit. Und dann klickt da rein. Okay. Also, ja. Ja. Hast du denn auch Kassetten aufgeschraubt beim Bandsalat? Und Teile, ich habe nämlich auch Teile, Segmente rausgeschnitten und wieder zusammengeklebt. Und das hat auch, das war sehr fummelig, aber es ging. Das war semi-optimal dann immer, ne? Weil irgend so ein Klapperding war immer dabei. Irgendwas, so diese Folie, die konntest du, also das konnte man vielleicht, da war ja so Zwischenfolien, ne? So Gleitfolien waren ja dazwischen. Und so eine komische kleine Feder, die, oder irgend so ein, ich weiß nicht mehr, was das war, das irgend so, damit es beim Schnelldurchlauf richtig in die Führung gelangt. Also da, ich weiß nicht, also wenn es mit dem Bleistift nicht ging, ich glaube, das habe ich einmal so probiert, wie du jetzt gerade sagst, aber danach, das, ich weiß nicht, also ich glaube, da habe ich lieber eine neue Kassette für 2,50 gekauft, als dann, aber das waren klitzekleine Schräubchen, war noch dran. Ne? War auch, aber ich glaube, hinterher waren sie einfach verklebt, ne? Ich glaube, da konnte man gar nichts mehr aufmachen. Nee. Ne? Also, wüsste ich. Das kann schon sein. Ja. Ja, also gut, was kam nach dem, was kam bei dir danach? Hast du einen HiFi-Turm gehabt? Gewissermaßen. Ich habe so einen Tuner und Verstärker in einem gehabt. Receiver hat man dazu gesagt, glaube ich, ne? Receiver, genau. Der Name fiel mir gerade nicht ein. Ja, genau. Receiver war das. Aber das war irgendwie, ich habe dann später nochmal nur einen Verstärker geholt, weil ich dann schon CD hatte. Also der Receiver, das war irgendwie so, ja, so, ne, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber günstiger halt, aber sag mal, ein bisschen komisch in der Bedienung, weil da wirklich, das hat mir nicht so gefallen. Da habe ich, ich glaube, Yamaha-Verstärker, dann mit dem CD-Player, der dann auch immer irgendwann mal ins Haus kam. Und noch einen Kassettenrekorder, der dann übrig blieb, habe ich da dran angeschlossen. Das Ding konnte man auch ans Fernseher anschließen. Also das war dann, also Boxen, also als Schallzentrale, so, so ein richtiges Teil. Also hält jetzt immer noch und konnte ich sogar mal löten, weil ich irgendwie den so heiß gemacht habe, dass da irgend so eine Feder raus, also so ein Widerstandsfeder oder was weiß ich, war gelötet. Und wenn er wirklich zu heiß war, war das Ding weg, ne? War so ein Kanal weg. Ich denke, okay, ne? Damals die Erfahrung, Schraub, Lötkolben habe ich auch noch. Konnte ich gleich sehen, da ist was nicht ganz so symmetrisch. Weil die Dinger haben ja echt viel Platz gehabt, ne? Aber halt Volumen, was echt heiß wurde. Du konntest ja drauf fühlen, ne? So bei einer Party oder sowas, ne? Wenn der da wirklich bis zum Anschlag lief und da Boxen dran war, also mehr Boxen als vielleicht es hätte, also obenmäßig bedarft, dann kann so ein Ding schon mal durchschmoren. Aber hat geklappt, Gott sei Dank. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe, als ich meine Lehre aus hatte, meine erste Lehre 1989, und irgendwann dann mein erstes Gehalt kriegte und ich auch noch keine Verpflichtungen hatte, da musste ich mir auch erstmal sofort eine HiFi-Anlage kaufen. Und da weiß ich noch, dass ich die in Essen gekauft habe. Und die war von Grundig. Und die war aus der, ich weiß noch, aus der Fine Arts-Reihe. Die hatte so, hatte an den Seiten so lackierte Holzwangen. Also es hat auch so einen richtigen, richtig tollen Look gehabt. Sah sehr edel aus und da habe ich sehr, sehr viel Freude mit gehabt, über viele Jahre irgendwie, ne? Ja, ich weiß gar nicht, warum man da, also ich meine, irgendwann habe ich aufgehört, weil das war dann gut, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das war, aber wenn irgendein Kumpel dann, ich würde jetzt nicht wettrüsten dann, aber so viele haben dann wirklich einen gesteigerten Ehrgeiz gehabt, dann noch ein Türmchen und noch, was weiß ich, da so ein Zwischenteil. Ne? Also dann gehen die sinnlos arbeiten, nur damit ein besserer Tuner da reinkommt. So hohe Ansprüche hatte ich jetzt nicht. Also da habe ich kaum Wechsel gehabt. Also nur einmal da, wo, ich weiß auch nicht, habe ich wahrscheinlich noch gut verkauft, das andere. Ich weiß jetzt wirklich gar nicht mehr und jetzt seit, Zehnten steht dasselbe Equipment da, also mindestens seit 25 Jahren, mindestens. Da hat es keinen Wechsel mehr. So einmal noch so ein CD-Player, nee, war mal DVD, wo man auch CDs abspielen kann. Also dann war das sozusagen einer zu viel. Ne? Also ich mache ja nicht beides. Ne? Also das lässt sich ja beides mit dem gleichen Gerät abspielen. Aber das kam jetzt dann später. Also das war dann war es das, genau. Ja, und wenn ich jetzt so ein bisschen weiter denke, ich weiß nicht, was dann noch kam, aber dann kommt schon fast der Sprung. Du hattest ja gerade schon iTunes angesprochen einmal, weil als wir dann irgendwann mal zusammenzogen und
irgendwie auch so Fernsehen, Multimedia anfing und so, dann hatte ich mir so eine Kompaktanlage gekauft und da weiß ich noch, die konnte oben, hatte die einen kleinen Dock und da konnte man den, da konnte man den ersten iPod reinstecken, diesen dicken, der noch eine Festplatte hatte. Ach so, der. Also nicht dieser flache, der noch mit Chip war. Nee, ich weiß schon. Der hatte eine drehende Festplatte. Mhm. Und ich weiß noch, als ich den neu hatte, ich habe das beim Freund gesehen und ich war begeistert. Ich glaube, das war meine allererste Berührung mit Apple, meine ich. Und ich musste mir von jemandem erklären lassen, wie das überhaupt funktioniert, weil ich hatte mit MP3s und mit Taggen, du musst die Lieder ja taggen, also Rippen. Du musst das ja richtig eintragen in das, sonst wird das auf deinem Player nicht angezeigt. Und das musste ich erstmal verstehen, das war so eine neue Welt. Ja. Aber, und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich meine komplette CD-Sammlung mit über 300 habe ich in der höchsten Qualität eingelesen. Genau. Das war eine scheiß Arbeit. Ne? Es war jetzt nicht so langsam wie selbst abspielen, aber ich sage jetzt mal höchstens Faktor 2 oder 3. Ja. Ne? Also es war jetzt nicht so super schnell. Das stimmt. Ne? Aber mein Gott. Ne? Also, ich meine, ich habe ja noch einen Schritt dazwischen. Weiß nicht, ob du, da war ja Napster und all so ein Zeug, ne? Also diese illegalen Quellen, ne? Gab es ja dann auch. Dass man sich da irgendwo einwählte und dann in irgendein Verzeichnis reinkam. Das habe ich nämlich eine Zeit lang auch gemacht. Und das tat ja gedauert. Ja. Ne? Also das dann, da war Bit by Bit wurde da durchgeschrieben und manchmal dann hoffst du, dass das auch das Richtige war. Das war ja früher Einfalltor für Viren und alles, ne? Weil dann, nur weil du das Neueste haben wolltest. Aber das war mir dann irgendwann zu doof, ne? Weil ich sagte, mein Gott, weil ich dachte, dieses CD reinlegen, iTunes, das hatte ich da noch nicht. Also ein paar Jahre davor, da gab es noch keinen Pod. Da habe ich das auch probiert, das zu digitalisieren. Aber dann, als es hinter dieses, ich glaube, bei iTunes war das, ne? Einfach reinlegen, hat es erkannt und dann da durchgedingst. Das funktioniert dann gut. Ach, stimmt, wenn ich das dann selber runtergeladen habe, hat er ja nicht die automatische Funktion gehabt. Dann gab es dann eine Datenbank, der dann erkannt hat, was das ist und die Titel beschriftet. Natürlich mit Umlauten und sowas ging da gar nichts. Da kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich dann per Hand jedes einzelne Titel mit Groß- und Kleinschreiben, war auch alles durcheinander. Also es war diese Datenbank war, ich weiß nicht, wer die gepflegt hat oder was auch immer, dass dann halt die MP3-Datei oder das Album, so wie man es nennen mag, dann die richtigen, ja, dass du da hinspringen konntest. Ne? Und es stimmt, ich habe noch einen vergessen. Ich hatte mein erster MP3-Player war iRiver, hieß der. Der hatte auch so eine drehende Festplatte und das war so ein richtig robustes Teil. Also das war irgendwie so kurios, als ich hinter auf Apple umgestiegen bin, wo dann alles drin war, da brauchst du ja nicht nochmal extra so ein Ding. Da gab es echte Liebhaber, die dafür mehr bezahlt haben, als ich da damals bezahlte, weil das irgendwie so ein Rarität war. Also ich wusste das überhaupt nicht. Also ich dachte, mein Gott, okay, ne, meine ganze Kompilation, alles, was ich hatte, war ja da drauf. Das war wirklich klasse. Und der war auch einigermaßen gut in der Bedienung. Hat nur halt iPod oder iPhone, ist dann nicht mehr zu schlagen. Also dann gehst du nicht mehr zurück und mit dem Rollrad und klick, klick, klick und düdüdüd. Ne? Also das war dann zu viel Nostalgie für mich. Ich hab einen wichtigen, also jetzt gerade, wenn man darüber quatscht, so, ne? Ich habe einen wichtigen Step vergessen zu erzählen. Ich hatte einen DAT-Recorder. Dat? Ja, kennst du das? Ja, aber wer hat denn damit gearbeitet? Ja, als das rauskam von Sony, das war ja Digital Audio Tape, hieß es ja, ne? Und das war so die Zeit, wo es auch noch Videotheken gab und du dir CDs leihen konntest und dir eine 1:1 Kopie machen konntest. Und das habe ich dann auch wirklich ganz gut gemacht irgendwie, ne? Da war irgendwie so ein Reiz da irgendwie. Hat sich natürlich auch nicht durchgesetzt, ne? Also
Das ist echt komisch, ne? Dass ich, andersrum, dass es einige Bestrebungen gab, mehrere Systeme zu etablieren. Ne? Vielleicht war es auch so eine Art Wettkampf, ne? Ich weiß gar ich glaub, nicht, ja. Philips war ja, ne? Und Japan und ich weiß nicht. Ne? Mhm. Auch im Videobereich, da gab es ja oft, ne? Dieses Video 2000 oder 1000 oder wie es heißt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann VHS war das Schlechtere, aber das war halt dann das gängige Format. Ne? Mhm. Und genau wie diese DAT, also das ist ja wirklich, das war ja wirklich nur ganz das kurz, war, oder? Ja. Da muss ja wirklich so ein Moment abgepasst haben, ne? Wo dann das gehypt wurde und dann zwei, drei Jahre später war das ja schon fast wieder da. Wieder aus. Ne? Ich hab im Keller noch eine kleine Aufnahme irgendwo rumliegen und ich weiß, dass wir irgendwann mal mit unserer Band mal so eine kleine Demo aufgenommen haben in so einem kleinen Studio und der hatte uns als Master dann auch so eine kleine DAT-Kassette mitgegeben. Das habe ich irgendwo noch irgendwo rumfliegen. Ja, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Und wo wir bei den Formaten sind, ganz kurzer Ausreißer, passt nicht zur Musik, aber ich hatte einen Laserdisc-Player. Oha. Okay. Kennst du das? Könntest du also selber brennen? Oder nee, weißt du, was das oder war? Oder was? Nö. Das war nicht für Musik, da waren Filme drauf. Also nicht DVD, sondern davor. Ja, genau, das, ne? diese großen okay. Scheiben, die gab es, glaube ich, in Gold und in Silber. Ach so. Also wirklich, oh Gott. Also wirklich wie eine Platte, so ein Format. Oh, und auch so eine Lade, die da rauskam. Das war also Monster-DVD. Ja, Monster-DVD hört sich übrigens an wie so ein Titel aus den 80s. Ja, mindestens. Ne? Geh mal nach Monster-DVD und leih uns mal fürs Wochenende zwei gute Filme aus. Genau. Nee, also das war auch so auch eine kurze Episode, wo ich dachte, boah, wow, da kommt was richtig Cooles, aber das war auch sehr schnell wieder weg vom Fenster, ne? Okay. Weil dann alles kleiner. Hey, du bist aber echter hier First Adapter, ne? Aber mit dem Risiko, okay, kann auch nicht umgehen. Ja, ne? Bei manchen Sachen dreht es dann auch bei mir so ein bisschen durch, dann, ach, das ist cool, das muss ich haben. Hat sich ja mittlerweile alles beruhigt. Ich weiß noch, dass ich unbedingt die Star Wars Box haben musste. Nein. Die war in Gold. Und da waren. Ich wollte ganz zum Schluss sagen, dass, falls das Wort nicht gekommen wäre, das ist ja nur so ein Insider bei uns, da hätte ich gesagt, kurz bevor wir auflegen, der Ralle hat ein Star Wars T-Shirt an, die Empire Strikes Back. Kann man das sehen, Jo? Ja, klar, kann man das sehen. Das würde ich auch schon nur sehen, wenn der Raum dunkel wäre. Okay, gut. Ja, die Leute kennen das doch. Das ist ein alter Hut für die Leute. Ja. Die Beatles hast du übrigens zuerst genannt heute, ne? Ich wollte. Ja. Also, da muss man nicht auf Star Wars kommen. Ich habe vorhin noch Rieke gesagt, ich bin mal gespannt, wir haben ein Thema, ob der Ralle tatsächlich die Biegung kriegt, ob da Star Wars drin vorkommt. Und was sehe ich als erstes, sobald der Bildschirm hochgeht? Ich komme mich ja kaum halten. Ja, so ist es halt. Unser Running Gag. Ja, genau. Ja, also die Laserdisc-Platten, die waren auch schnell weg. Irgendwann dann mal alles verscheuert. Ja, und dann kam die Kompaktdisc. Ja. Und wir hatten einen Nachbar, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erwähnt, der hatte noch mehr als ich immer, jeden Scheiß sofort. Das war wirklich ein ganz verrückter Typ. Und der hat irgendwann mal, ich weiß nicht wann, Anfang, Mitte der 80er, kam der mit so einem Gerät zu uns hoch und wollte uns das mal zeigen und so. Und das war so, oh, boah, der hat das und so, der kommt gleich rauf und der zeigt uns das. Und ich war so richtig gespannt, ne? Und ich war mega enttäuscht. Oh. Ich war mega enttäuscht. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es war halt eine der ersten CD-Player. Und bist du noch dran, Thomas? Ja. Ich kann dich zwar nicht mehr sehen, aber ist egal. Einer der ersten CD-Player und der hatte nur so eine ganz einfache Anzeige gehabt irgendwie. Und die Disc, okay. Die Disc verschwand einfach und die war weg. Das Cover war so unglaublich klein. Da kam so ein Sound raus und irgendwie war die Magic so ein bisschen weg und ich war wirklich enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht.
Aber es hat mit den großen Plattencovern zu tun, ne? Mit diesem. Ja, oder? Ja, aber. Ich meine, heute ist es ja noch ja, heute ja, ist ja gar nichts, ne? Wirklich, ne? Ja. Ja. Also das war wirklich auch so ein Ding, sagen wir mal, bei der Umstellung, also neben der Praktikabilität, dass nichts, also normalerweise nicht kaputt geht und dass nicht so vorsichtig mit sein muss, dass später ins Auto stopfen kannst, war das schon alles sehr, 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 sehr praktisch. Aber trotzdem haben diese großen, vielleicht ne, kommen wir zurück zum Cover, hatte das doch, ja, das war für mich fast schon wie eine Kunst. Also manche Cover, ich habe bei hier, guck mal, das Buch hier, kannst du es erkennen? Oh, klasse. Ne, das Hip Gnosis Katalog, die sind ja sozusagen, ich weiß nicht, ich habe das vor dem Buch nicht gewusst, dass das über, keine Ahnung, 20 Jahre, 30 Jahre, dass die wirklich echt, echt viele Cover gemacht haben, dass das alles aus einer Designfabrik gekommen ist. Das wusste ich überhaupt nicht. Ne, also hier, ich glaube, mit Pink Floyd haben sie angefangen. Also alle von Pink Floyd sind von denen. Ich glaube, fast alle von Genesis. Was war noch? Alan Parsons Project. Peter Gabriel. Mhm. Also 1, 2, 3, 4. Led Zeppelin ist jetzt nicht so meine Musik. Was habe ich hier noch stehen? Alan Parsons hatte ich schon. 10cc. Mhm. Also fast jeder, der da irgendwie ja, in den 70ern, Ende der 60er, 70er, 80er, ja, 80er schon wieder ein bisschen weniger, dabei war, der hat die beauftragt. Und wenn ich das Buch so durchblätter, dann, ja, dann sieht man alles tolle Cover und die viele kennt man davon auch. Aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das ein Designfirma war. Also, dass die dann beauftragt haben. Ich glaube, hier der Paul McCartney mit den Wings, mit diesem Band on the Run, wo die da so im Kegel sind vor einer Mauer. Da kam der Paul McCartney zu denen, ich möchte so eine Art, wie so ein was weiß ich, wie wir erwischt werden, wie wir wahrscheinlich aus dem Gefängnis ausbrechen. Das hat er denen gesagt, mach ein Bild. Ich brauche ein Cover für wie heißt das Album? Weiß ich jetzt gar nicht. Du weißt das bestimmt, wo die da so im Licht gehen. Ja, das sind. Heißt, ich meine, es heißt Band on the Run. Ja, dann heißt das sogar so. dann mach das mal. Ne? Oder ne, das, ich finde, ich hätte das nicht gedacht, dass das wirklich zwei Designer waren. Die dann quasi die Bilder gemacht haben und dementsprechend, ja, ist schon komisch, ne, dass die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da so andere gibt, mir fällt jetzt nur noch, wie heißt das, Anton Cobain ein, der für Depeche Mode da fast alles gemacht hat, aber dass da so einen gibt, der da oder die so oft beauftragt werden, finde ich, ohne dass man erkennen kann, dass die das sind, weil das, ich glaube, das steht ja nirgendwo drauf, also dass den Namen Hip Gnosis, also wahrscheinlich auch Englisch, mehr so Englisch ausgesprochen, also von Hip und Gnosis, ne? Also diese Verwirrung, Verballhornung oder was auch immer das heißen mag, dass die das sind. Also fand ich schon. Ja. Ich kann da ganz kurz reingrätschen. Zu dem Cover. Hast du das vor dir, das Cover? Welches jetzt? Band on the Run. Von Band on the Run? Ja. Oh, muss ich suchen. Mach mal auf. Sekunde. Weißt du, wie dick das Buch ist? Ja, hast du es online irgendwie? Kannst du es gerade am Computer? Nee, ich finde das jetzt hier gleich. Warte mal, Wings, oh, da waren mehrere Wings. Wings, at the speed of sound, greatest and over America. Puh, 182. Oh, das ist jetzt live. Ja, ist kein Problem. Machen wir jetzt einfach. Ja, ich finde es gleich. Die Schrift ist so klein. Scheiße, nee, das kennt sie hier, das Wings, the Speed of Sound, das haben die gemacht. Kannst du es erkennen? Ja. Okay, das ist es nicht. Scheiße. Gut, dass Wings ganz am Ende steht. 250 ist auch eins. Also das Ganze, ich kann ja mal erzählen, worauf ich hinaus will. In dem Lichtkegel ist nämlich die Band natürlich drauf, also Paul und Linda sind natürlich mit drauf und die anderen von The Wings auch, aber ich weiß zumindest von einem Promi, der da mit drauf ist. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du den erkennst. Ach, warte mal, das ist, oh scheiße. das wusste ich mal. Scheiße.
aber fällt mir jetzt nicht ein. Das ist nicht das Bandmitglied, ne? Das war jemand anders, ne? Ja, ist jemand anders. Sag. Da ist Christopher Lee mit drauf. Doch. Nee, den hatte ich nicht erinnert. Das musst du dir angucken. Okay. Ich glaube, ist er nicht letztes Jahr verstorben, glaube ich auch, oder? Boah, frag mich nicht. Auch nicht. Christopher Lee, hallo. Das ist nicht meine Welt. Ich habe noch hier zwei andere, London Town und Wings Greatest. Ja. Ne, genau. Nur der Lichtkegel, den finde ich jetzt gerade nicht. Ist aber auch von denen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist da, und auch James Coburn lese ich gerade, der ist auch mit drauf. Ist ja ein Schauspieler. Ja, dann müssen wir ja auch Sergeant Pepper erwähnen, ne, wer da alles drauf ist. Ne? Oh Mann, ja. Fang an. Boah, nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist Wahnsinn, ne? Das fand ich aber auch sehr, sehr mutig irgendwie, ne? So ein Wimmelbild quasi, ne? Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon mal gegeben hatte oder wer da die Idee hatte, das müssen wir nachträglich recherchieren. Ja, also alles weiß ich irgendwie auch nicht, aber das war schon. Hallo? Ja, ich weiß. Hm. Ich habe nur irgendwann mal eine Beatles-Doku als Hörspiel gehört und da hat jemand gesagt, Kunst ist immer dann Kunst, wenn sie als solche gesehen wird. Das hat man schon bei dem Cover des Sgt. Pepper Albums gesagt. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, ich glaube, sie haben alle möglichen Leute, die zu deren Zeit relevant waren, die haben sie mit draufgenommen irgendwie. Ne? Und auf dem auf der Platte ist hinten auch so eine Art Register, wo man das nachsehen kann, wer. So Silhouetten, ne? Ja, dass man es nachvollziehen kann. Manchmal ist es echt klein und vielleicht auch nicht das optimalste Bild von irgendeiner Person. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte da sind. Ja. Also es ist sicher über 100 Leute drauf. Das war schon der Wahnsinn. Also mit Sgt. Pepper, also das ist wirklich, da haben sie sich dermaßen übertroffen mit. Außergewöhnlich, experimentierfreudig, rockig bis melodiös bis ganz sanft, da ist alles dabei und verrückt und ja. Mhm. Das war doch die Zeit, wo die so eine Art Wettstreit mit den Beach Boys hatten. Stimmt. Weil da war ja, ich war letztens eine Doku, ne, dass die. Die habe ich auch gesehen. Die waren sich ja gar nicht, auch die Stones, die waren sich ja gar nicht spinnefeind, sondern die haben sich auch angerufen und gesagt, ich brauche mal hier und helf mir mal und sonst was. Das war ja eigentlich nur so ein Presseding. Mhm. Aber so, dass die haben ja auch so einen Sound entwickelt, also jetzt die Beach Boys, ne, wo die sagen, wie haben die das hingekriegt? Ja. Ne? Und dann sind, glaube ich, die Beatles auch dran gegangen, ne? Komm, jetzt hauen wir auch mal alles raus, ne, was man noch so machen können an Tricks und Möglichkeiten, ne, wo die auch sozusagen frei waren, ne, von wer war denn, George Martin, ist er nicht irgendwann da gestorben oder nee, das war der Manager, der gestorben Brian ist. Brian Epstein. Da, ist ja, der, genau. Ist der, ja, nee, George Martin war ja der Toningenieur. Genau, ne, ist oder der war das Produzent da? Gewesen. Genau. Genau. Genau, der hat die auch machen lassen, ne? Und ich glaube auch immer wieder auch da was reingeschoben, wo die sagen, Mensch, können wir auch machen. Ne? Also das fand ich schon. Der hat die machen lassen, naja. Ja. Ich meine Trompete rein und was weiß ich. Ne? Da gab es ja so Sachen, die gab es vorher. Oder, ne? George Harris mit seiner Sitar und tralala und sonst was, ne? Die ganzen indischen Dinger. Und auf dem ersten Album spielt George Martin auch das Piano in einem der Songs. Ach so, ja? Kannst du mal sehen. Also er hat da auch mitgewirkt und Sachen arrangiert irgendwie. Also er war auch schon ein großer Dirigent da im Hintergrund für das große Ganze, das muss man schon sagen. Also klar. Beach Boys, ja klar, also Brian Wilson, der war ja auch besessen von diesen, das Album überhaupt zu machen. Ich habe die Doku auch gesehen. Sgt. Pepper war quasi die Antwort auf Pet Sounds, ne? Das haben wir doch da gesagt, ne? Ja. Und ich glaube, danach hat er sich dann zurückgezogen irgendwann, ne? Und ja, ist ja ein bisschen schrullig geworden, ne? Aber mein Gott, ne? Der lebt doch auch noch, ne? Oder? Ist der nicht auch noch irgendwann mal auf Tour gewesen letztens? Das ist eine gute Frage. Dünnes Eis. Also ich habe jetzt hab keine Beach Boys Platte, aber ich fand so ein paar Songs, die waren wirklich cool. Ja. God Only Knows oder sowas. Das ist doch so mal himmlisches Ding. Das ist super, das doch, ne? Das ist eine Symphonie im Prinzip. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Titel jetzt wirklich so heißt, aber jeder weiß, was ich meine. God Only Knows. Ja, genau. Ja, so mit vielstimmig und die Rhythmen wechseln und also es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die das alles gemacht haben,
Aber das konnten man, die. Jeder hat so wahrscheinlich so einen goldenen Moment, ne, wo mal alles zusammenkommt, ne, und die Leute es vielleicht auch noch verstehen. Ne, dann wird es natürlich mega dann hinterher. Ne, aber es nützt ja nichts, wenn einer da rumbastelt und keiner versteht's. Ne, da gibt es ja sehr viele Bands. Ne. Ja, bei den Beach Boys war Brian Wilson der Head für alles. Der Mastermind. Das Mastermind, wirklich. Die anderen, er hat die anderen dirigiert sozusagen, ne? Nach seiner Vision. Ja. Bei den Beatles waren das Lennon und McCartney, die waren so dominant. Genau. Mhm. Ja. Nicht Ringo Starr zu vergessen mit seinen drei Liedern. Ja. Schlagzeuger halt, ne? Ja. Ringo. Ja. Immer wenn ich ihn sehe, ich habe ja auch seinen Kanal abonniert, ne? Immer wenn er auftaucht. Ach so, echt? Love and Peace, Love and Peace. Ja, genau. It's Ringo. Ja. Der lebt sein Leben, ne? Der hat keine Sorgen. Genau. Ja, und McCartney hat jetzt vor kurzem auch nochmal eine Ansage gemacht. Also er wird nochmal auf Tour kommen nächstes Jahr. Oh wei. Ja. Ich finde, er hat ja also stimmenmäßig schon ziemlich abgebaut jetzt. Ja, mein Gott, der ist schon ist es auch. Über. Ja, finde ich auch. Aber es gab irgendwie so einen Rutsch, fand ich so, während der Pandemie. Habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, jetzt ist wirklich, jetzt merkst du halt wirklich, er ist alt irgendwie. Ne? Aber er will jetzt noch mal ein paar Länder bereisen. Der muss doch nur auf die Bühne gehen. Der muss doch nur drauf gehen und zweimal reinwinken und vielleicht mal den Kopf schütteln. Und dann ist doch eigentlich sein Lebenswerk getan. Also, wenn die wohl die Stones jetzt auch noch eine neue Platte rausbringen, ne? Mein haben Gott. Sie doch gerade, oder? Ist doch gerade raus, ne? Ja, ja, ich sag jetzt, wo die Stones auch noch eine neue Platte rausbringen. Die Dinosaurs. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob da was Neues kommt, aber ist ja egal. Ja. Da habe ich eine Sache wollte ich noch erwähnen, was weiß ich, wie so ein Plattencover, so ein Lebensgefühl widerspiegeln kann. Da fällt mir zum Beispiel das Ding ein von The Clash London Calling, ne, wo so einer auf einer Bühne so im Schwarz-Weiß-Bild so mit dem Rücken und die Gitarre auf dem Boden, also noch nicht ganz, aber quasi davor ist. Ne, so sagen wir, dieses Wütende, ne, diese Kraft, ne, was diese Platte auch rausgebracht, weil Clash fand ich klasse. Das war jetzt für mich keine Punkband, sondern es war, sagen wir, eine sehr hohe politische Botschaft ne, gegen Thatcher und alles, was da war. Und das war so kraftvoll, fand ich. Und dann, was weiß ich, wirklich eigentlich nur London Calling und oben stand The Clash und da, weiß nicht, Joe Strummer, keine Ahnung, wer das da ist, das erkenne ich jetzt gerade nicht so genau. Und dann wieder da die Gitarre sozusagen zerschmettert und seine ganze Wut zeigt. Das fand ich irgendwie. Das passt das dann einfach. Ne? Und weiß ich nicht, The Clash ist jetzt, glaube ich, nicht dein Lieblings. Tatsächlich nicht, ne? Nee. Kenn ich auch gar nicht so viel. Okay. Ich war, Das andere, was ich noch hatte, ist Keine Macht für niemand von Stone, Steine, Scherben. Auch nur weißes Cover. Ja. Keine Macht für niemand, wie so als Graffiti hingeschmiert, ne, und unten Ton, Steine, Scherben, also so die so eine Pyramide, wie ne, die Buchstaben aneinandergereiht sind. Das war jetzt Anfang der 70er, sag ich jetzt mal, ne, wo wirklich so die Protestbewegung, die Häuserbesetzung und tralala und sonst was, ne, wo, sag mal, dieser das gab es ja vorher nicht, sondern es wurde danach zum Slogan. Ne, und das wurde überall angesprüht. Ne. Das fand ich jetzt so als politische Botschaft, ne, wo da die Band oder Rio Reiser oder ne, wie der hieß, Möbius hieß er früher, wie sagen wir das, darüber schwappen kann oder wie die vielleicht was aufgesogen haben aus Berlin da oder wo sie da waren, ne, und dass das dann rübergeschwappt ist. Ne, wie so Strömungen, wie sagen wir, Musik das eine und dann die gedruckte Form davon, also das Cover. Dann sozusagen in das widerspiegelt, was da gerade los ist. Und das fand ich also an diesen beiden Beispielen besonders. Ne? Also ich habe jetzt nur diesen kleinen Zeitraum, ne, von Mitte der 70er bis, ich sag mal, bis 90er, wo ich Platten gekauft habe, die mir so sofort einfielen, wo ich sagte, Mensch, das hatte eine Bedeutung für mich und das war auch bedeutsam für die Zeit, fand ich jetzt. Ja. Also da war jetzt so ein Grönemeyer, war da schon trivial dagegen. Ne? Also vom Cover jetzt, nur vom Cover, ne? Nicht von der Musik oder den Texten. Ja, stimmt. Ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Echt, weil vor allen Dingen, wenn man dann in dem Alter ist und auch vielleicht auch diese Bewegung auch lebt oder nachvollzieht und auch diese Energie hat, da identifizierst du dich doch einfach mit irgendwie, ne? Genau, ja. Das ist wirklich so, ne?
Meine ersten. Was hat denn für dich dann die Musikkassette, CD, ja. Plattencover, sagen wir jetzt von den Formaten oder den Booklets oder was dabei war? Wie hast du denn das aufgenommen? Manchmal waren es ja wirklich kunstvolle Dinger drin, manchmal war so gut wie gar nichts drin. War das auch so ein Ding, wo du da mit der Lupe reingegangen bist und sagst, boah, jetzt will ich aber die Texte wissen oder jetzt will ich aber gucken, was da, also wenn man es neu aufmacht, ne, dann denkst du, was ist da drin? Ja, also Texte. Das war so eine kleine Überraschungsbox. Ne? Also irgendwelche zusätzlichen Gimmicks oder irgendwas waren ja selten mal mit bei, dass du irgendwas hattest. Ja. Aber so ein Club-Cover so und mit Texten oder Texten zum Beispiel auf diesem, auf der Außenseite von diesem Inlay oder nochmal, vielleicht nochmal genau, auf eine extra Pappe. Das habe ich schon sehr, sehr wertgeschätzt, wenn das dabei war, wirklich, ne? Weil, klar, gerade damals, wie du Ende der 70er oder Anfang der 80er, ist ja jetzt egal, da konnte ich auch noch nicht so gut Englisch so. Und wenn du das dann mitsingen konntest, mitlesen konntest, das war schon. Verstehen. Das war für mich schon ganz, ganz. Die Texte von Genesis, wer hat die denn verstanden? Ja, die war. Peter Gabriel. Ja, die verstehst du ja heute auch noch nicht mal. Verstehen schon, aber die Metaphern und alles, was da, oder die Wortspiele, oder einfach nur Wortspiele, verdammt. Ja. Also, das war für mich also schon sehr, sehr wichtig. Wenn das, also, ich meine, bei Queen war das, glaube ich, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich war oft dabei, zumindest. Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir unsere Band gegründet hatten und unsere ersten Songs nachgespielt hatten, da hatten wir auch noch kein Internet. Ne? Und da wusstest du auch nicht, wo kriegst du das her. Ne? Und da haben wir die ersten Texte quasi rausgehört. Wir haben uns hingesetzt. Ja. Und, und haben das aufgeschrieben. Und glaub mal, Thomas, da waren so manche Sätze dabei oder Phrasen, wo wir uns nicht sicher waren, was das jetzt war. Ist das jetzt? Aber es klingt ja, so. Ja, genau. Und dann haben wir das so lautschriftmäßig halt aufgeschrieben. Klar. So war das. Ist ja egal. Ja. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, an diese Zeit, ne? Vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, dass wir in den 80ern auch so eine, dass wir so kleine Häftchen hatten, die du kaufen konntest? Ja, ne? Gab es beim, da wo du Süßigkeiten immer gekauft hast, beim Schreibwaren-Dingsbums, ne? Da immer so, ich weiß nicht, waren natürlich die gängigen Hits, waren das, ne? Also die Charts, ne? Das dann abgedruckt waren. Das ist ein Ding, ne? Dass wir dafür Geld bezahlt haben. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Aber man wollte es halt wissen, verdammt, ne? Aber das war schon wertvoll für uns, klar. Ja. Ich weiß mal gar nicht mehr, wie die hießen, aber es waren so kleine Heftchen, ne? Ich glaube, A5 oder sowas. Ja, genau, war das genau. Ja, die habe ich auch gehabt, genau. Ja, und aber da war auch mehr so ABBA und was weiß ich, was da gerade in Charts war, ne? Aber egal, ne? Know Me, Know You, wollt mal wissen, was da gerade gesungen wurde, ne? Ja, genau. Oh Mann, oh Mann. Heute klickst du bei Spotify einen Song an und dann kannst du dir den Text sofort mit anzeigen lassen. Kannst sofort mitsingen. Sogar mitsingen, ne? Du kannst sogar, ich glaube, beim Apple kannst du ja den Ton sozusagen ein bisschen, also die Stimme wegtunen, dass du a cappella mitsingen kannst, ne? Auch schön. Es gibt doch heute, glaube ich, nahezu keinen Song mehr, den du nicht als a Karaoke-Version bei YouTube findest. Es gibt doch alles eigentlich. Ich verstehe wirklich gar nicht, wie die eigentlich da noch überleben können. Also sag mal, die sag mal, seit Jahrzehnten dabei sind, die haben ja einen Katalog, ne? Das wird die immer ernähren. Aber wenn jetzt, sag mal, so eine Band hochkommt, ne? Da kannst du eigentlich nur noch live machen, ne? Ja. Also wenn du davon ein Häuschen und einen Kühlschrank voll haben willst. Also stelle ich mir so vor, also das ist hart, ja, ne? Man hört ja immer, dass man sagt, die 80er waren so die goldenen Jahre des Musik für die Musiklabels und so. Da wurde so viel Geld gemacht. Ja, ne? Ja, andere Zeiten irgendwie, ne? Obwohl die damals auch geschimpft haben, ne? Als die Leute immer, als die Musikkassetten verkauft wurden, da gab es ja, glaube ich, auch so eine GEMA-Abgabe da drauf.
Ne, weil die ja wurden natürlich alle missbraucht, dass die Platten überspielt wurden. Ne? Also ja, überspielt haben wir das genannt, genau so hieß das. Ne? Und als dann CDs waren, war natürlich alles vorbei. Ne? Da konnte es ja. Aber die haben glaube ich, auch noch, die Rohlinge haben auch noch so eine komische Abgabe, ne, die ja gezahlt werden muss, ne, die dann irgendwie zurückfließt an die Künstler. In irgendeinem Pott, weiß ich jetzt gar nicht wie. Aber ich habe auch keine Rohlinge mehr zu Hause. Also das CD, ich habe nur noch ein so ein Notfallding, falls, also jetzt sagen wir für den Rechner, da ist ja auch kein CD mehr drin. Mhm. Gott. Ja. Heiliger ja, Mann. Der Opa erzählt wieder vom Krieg. Ne? Ja. Irgendwie ein bisschen schon. Aber die, das kenne ich natürlich auch noch, wie ich diese Spindel mit Rohlingen hatte irgendwie. Ne? Hm. Ja. Ja. Aber als Streaming kam, ich weiß gar nicht genau, wann ich das erste Mal hatte, da war das mit einem Mal weg. Mit einem Mal war das bei mir ein Cut. Und ich habe halt gemerkt, hier für was weiß ich, Zehner oder was gekostet hat, hattest du diese ganze immer und überall Zugriff und es war legal. Und da dachte ich, okay, das ist es mir wert. Hm. Aber es gibt ja auch immer noch Leute, die sich da auch verwehren. Ne? Die sagen, ich lasse es unterstützen. Stimmt, der Katalog ist nicht vollzählig. Ja. Ne? Also ich glaube hier, es gibt so eine A Cappella-Band aus Holland, aus Maastricht, Rock 4 heißen die können unheimlich toll A Cappella singen. Mhm. Also die machen auch immer Queen-Konzerte, die haben den Sting, das vollkommene Repertoire. Queen können die ganzen Sachen. Die waren mal kurz drin und dann haben die, glaube ich, gesagt, nee, wir verkaufen lieber bei unseren Konzerten die CDs. Also das war wahrscheinlich, klar, ne, du kannst nicht dauernd Konzerte machen, ne, und ein bisschen Kohle muss auch reinkommen, dann kannst du halt für 15 Tacken, ist ja auch nicht dann zu viel Geld, ne, sag mal für die kleine Auflage, die da machen, also wenn du echter Fan bist, dann musst du halt die CD kaufen. Obwohl nicht mehr viele einen CD-Player haben, musst du halt ja wieder umständlich auf MP3 ziehen, ne, das drauf hast. Und Download als MP3 ist natürlich, das ist natürlich tödlich. Ne? Also dann können sie gleich sein lassen. Ne? Dann, das verbreitet sich ja schneller, als du denken kannst. Ne? Aber die CD ist noch nicht ganz weg. Und so fällt mir nämlich gerade ein, wenn ich mal so aus Langeweile durch den Fernseher zappe, bleibe ich irgendwie am Ende meiner Kanäle, kommen dann diese schrecklichen Kanäle. Und dann kommt immer mal wieder so ein Shopping- oder Gedönse-Kanal, wo irgendwas verkauft wird. Und es gibt so ein... Ich sehe ständig Werbung für irgendwelche Schlager oder Volksmusik oder irgendwelche Duos. Jetzt die ganze Compilation von bla bla bla, habe ich noch nie gehört. Nur hier bei uns. 3.000 Euro. Und das läuft wirklich ständig, ne? Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass ältere Menschen oder alte Menschen das auch noch so benutzen und kaufen. Und weil ich glaube tatsächlich, dass, ja klar, da gibt es immer Leute, die den technischen Zug irgendwann nicht mehr mitgenommen haben. Die wollen das einfach in ihren CD-Player reintun. Das ist für die das. Ja. Und darum muss es das noch geben. Oder die einfach ein Schnäppchen machen wollen. Das wird ja da immer so angepriesen. Ne? Es gibt nur noch 10 Stück und hua, hua, ne? Statt 5.000 Euro nur noch 5. Mhm. Das dann, und jetzt anrufen und naja. Also das ist schon mysteriös. Also, aber es stimmt. Also ich glaube, so ein Compilation, wenn die Rechte vorbei sind an irgendwas, dann kann ja eigentlich jeder das Ding auf den Markt werfen. Ne? Also irgendwann erlischen ja die Rechte, wenn die keiner neu kauft. Ne? Also irgendwann, ich weiß nicht, nach 30 Jahren, 40 Jahren, 50, spätestens wenn der Mensch tot ist, wenn sich ja keiner drum kümmert, dann gibt es genug Schlagerfuzzis, sage ich jetzt ganz böse, die das nicht machen und dann wird dann super das Ding zusammengezimmert, ne? Mit Sachen, die verwertbar sind. Ne? Und ich glaube schon, auch so Volkslieder oder sowas, die haben ja überhaupt keinen Schutz. Ne, da kann ja jeder das Ding da, ne, wenn da jetzt nicht Heino draufsteht, sondern ne, die Wattenscheider, ne, Burschen. Ja, also so Duos wie die Amigos oder sowas ähnliches wie die Flippers. Und da gibt es dann zig
Klone von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm, genau. Und da geht eine ganze Werbesendung drüber und denke ich mir, okay, das, solange sowas läuft, denke ich, wird das wahrscheinlich auch noch irgendwie gekauft. Bin mir auch sicher. Also ich glaube nicht, dass die da zum Spaß versenden. Ne? Also, aber andererseits, wenn es, also du sagtest gerade selber, dass es dauernd siehst, dann wird es auch ein Kanal dafür sein. Ne? Also da, das machen die nicht, um Moderator zu bezahlen. Hm. Ja. Aber Entschuldigung, jetzt sind wir so viel, jetzt haben wir so viel vom Krieg erzählt. Mhm. Wie hörst du denn so aktuell Musik? Also was ist denn für dich so, ja, erzähl mal so. Aktuell? Ja, also hast du irgendein Setting oder wurde das so besonders genießt oder ist es für dich einfach deine iPod-Kopfhörer und erzähl mal doch mal. Ich wüsste von der aktuellen Musik fast gar nichts. Nein, ich meine ich mein nicht aktuelle, also, ich meine nicht aktuelle Musik. Also wie also, du heutzutage Ach so, hörst. Wie mein Musikkonsum ist. Ja, also okay. Hm. Worauf hörst du das und so weiter? AirPods drin. Und ich habe auf meinem Handy, ich kann ja mal gucken, eine Art Playliste von meinen Dauerbrennern, also von meinen Lieblingsdingern. Brrr, wo ist denn hier Mediathek? Guck, ich muss schon länger suchen. So, KünstlerInnen heißt das jetzt hier. So, was habe ich hier runtergeladen? Also da habe ich tatsächlich eine Menge. Ich hab, mein Handy hat viel Platz. Alan Parsons Project höre ich tatsächlich manchmal. Ich liebe Eye in the Sky. Ja, ich bin ein bisschen davor, als sie noch nicht so gesungen haben. Also es ist Pyramid oder iRobot, solche, die da wirklich da sehr, sehr Synthie-mäßig sind. Wusstest du, dass Alan Parsons, wusstest du, dass Alan Parsons einen kleinen Job bei den Beatles im Tonstudio hatte? Ja, wusstest du, ne? Ja, wusste ich. Also. Aber nur einen kleinen. Genau, einen kleinen. Ja. Aber ich habe hier so, hier mein The Clash mag ich richtig gut. Ah, jetzt habe ich hier Talking Heads, habe ich. Die haben jetzt das 40-jährige Jubiläum von dem Film, den ich dir empfohlen habe, ne? Stop Making Sense, das Musikvideo. Jetzt musst du das aber mal ausleihen hier, du. Ne, dann hier, also die ganzen Talking Heads, Dingsbums. Ja, Genesis habe ich auch drauf. Peter Gabriel höre ich immer wieder. Aber ab und zu schleudere ich da mal ganz was Altes rein, sowas wie Fehlfarben. Oh. Aus Düsseldorf. Ne, also dann höre ich irgendwie mal was. Also ich höre ziemlich ist oft das, Fleetwood Mac habe ich auch. Es geht voran? Dann, nee, ne? Hör ich, ja, genau. Ah. Keine Atempause, okay. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Dann höre ich das irgendwo. Dann meistens erkenne ich es ja sofort. aber sonst Shazam. Ja, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, eine Filmmusik oder ein Film läuft und dann läuft irgendeine Musik ganz leise, dann denke ich, scheiße, das kenne ich. Und dann geht das ja sehr, sehr schnell. Und dann muss dann, entweder wenn ich es nicht sofort hatte, da hatte ich nämlich mal irgendwann von The Cure diese, so eine Eröffnungssequenz. Und ich kam nicht drauf, weil er nicht anfing zu singen, verfluchte Hacken. Ich wusste nicht, was das jetzt war, sondern ich hatte nur gesagt, klingt wie Cure. Und da war das irgend so ein Bestandteil von irgendeinem Film, also der, wo es so leise mitlief. Ne? Ich denke, heilige Scheiße. Ne? Und dann kannst du ja schnell Shazamen, heißt das ja. Da würde ich sonst verzweifeln. Ich denke, das kennst du. Ne? Und weil ich habe früher immer alles aufgenommen und auch handschriftlich, ne? Also Interpret und Dingsbums, dann habe ich das zweifach. Also einmal nach Kassette, also chronologisch und dann nochmal so ein Index gemacht, wo ich was auf welcher Kassette hatte. Ne? Also noch so ein zweites Ding, Kassette 218, Seite B. Ne, sowas, da war ich penibel, ne? Das, weil, ne? Also dann hast du ja auch die Dinger gemerkt. Ne? Also wo ich es aufgeschrieben habe, also doppelt, ne? So ein Ringbuch, so eine Ringkladde, ne? Weißt du, was ich meine, ne? So, was man so aufklappen konnte. Und das habe ich letztens noch irgendwann mal gefunden, aber dann habe ich es weggeworfen. Also alle Kassetten, die ich hatte, mitsamt diesen Ringbüchern, alles. Da bin ich schmerzfrei. Kassette ist es. Also ich habe nur kurz, ich dachte, wenn ich jetzt da reingucke und mir vielleicht noch was anhöre, dann ist es vorbei. Ja, aber ich wollte den Platz im Regal haben. Das war nämlich echt viel Platz. Und das auch bei vielen Umzügen, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe 7, 8, 9 Mal umgezogen. Ist immer weniger geworden, weil ich habe dann nur noch am Ende, oh ja, okay. Und diese Compilations, die man da gemacht hat früher, ne, also wo alles Mixtape, ne, drauf war. Ja, genau sowas. Ne? Also so ein zeitgeschichtliches Ding. Ne? Da waren ja so, weiß nicht mal, 5, 6, 7, 8 Kassetten pro Jahr.
waren ja mindestens dabei. Ne? Also ne, 10 90er von den Lieblingshit. Man wusste ja genau, welche man schon hatte. Dann würde ich es ja nicht doppelt aufnehmen. Habe ich schnell nachgeguckt, dick, dick, dick. Und jetzt kommt dann, keine Ahnung, Electric Light Orchestra, die fünfte Version. Oh, die liebe ich auch übrigens. Ist auch von den Hypnosis, haben auch die Cover gemacht. Ja, zumindest, ich glaube, das UFO. Also, dieses Album hier, wie hieß es nochmal? Electric Light Orchestra, No Answer und da, wo Mr. Electric Blue Sky Light drauf ist. Orchestra von 71, die US-Version. Free Talking Woman und so, das finde ich richtig super. Ja, ja. Obwohl das ja immer das Gleiche war, ne? Ufter, 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 Refrain und Refrain nochmal zwei Oktaven höher, ne? Das Gleiche. Ja. War. Also, da bin ich mal ausgeflippt. Also, ich konnte die. Ich meine, das war jetzt mein Geschmack. Ich denke, scheiße, immer dasselbe. Das hat ja ne, später dann Modern Talking dann nachgemacht. Ne? Zwar in einem anderen Sound, aber das war ja dann also, auch das gleiche Refrain nochmal und immer eine Oktave höher gesungen. Das gleiche nochmal. Sherry, Sherry, Lady. Jetzt ist vorbei. Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, Thomas. Also... Also jetzt ELO mit Modern Talking vergleichen, weiß ich nicht. Also da würde ich jetzt nicht mitgehen. Nein, weiß ich doch, war ein Scherz. Ja, natürlich war das war natürlich Popmusik, klar. Aber er hatte schon... Aber auch orchestral. Orchestral, ne? Also erstmal. Ne? Also Streicher und, er hatte, und Bombast. Und, ja, er, hatte, ne? Er war auch so ein Soundtüftler. Er hatte das... So, also ich... es ging einfach unglaublich gut ins Ohr, fand ich. Ja. Ja, das sind so die sagen wir, die in so einen Zeitraum bestimmt haben. Ja. Ich glaube, in den 80ern war ja Phil Collins gedöhnt, war ja wirklich immer überall Phil Collins. In den 70er Jahren war es so ein bisschen, sagen wir, vielschichtiger. Da gab es so diese so Glamrock-Zeug, so bis Mitte der 70er. Dann haben dann, was weiß ich, und dann kam später, sagen wir, diese. Ja, Kommerzialisierung, so, was da bei Mel Sonder immer alles lief, ne, so US-Bands, ne, so ein bisschen so Mainstream-mäßig, ne, das fand ich dann nie so dolle. Ich fand ja mehr so das Frischere aus England besser. Und dann in den 80ern, da war ja eigentlich nur noch Disco-Gestampfe, ne, also es war dann irgendwie 80er, 90er, dann hat dann für mich war da nicht mehr viel Neues zu hören. Also das war, ja. Aber wie gesagt, die da groß geworden sind, kennen halt das Alte nicht aus der eigenen Lebenserfahrung und dem Mitwachsen, sondern das war dann so und das andere war halt, ja, okay, auch nett, aber was du da zu der Zeitpunkt dann dauernd gehört hast, das bleibt ja halt drin. So. Ne? Und deshalb habe ich jetzt auch nicht mehr viel Neues, weil ich bin nicht dauernd, ich höre sehr, sehr selten Musik, wenn es vielleicht... 10-mal im Jahr ist, wo ich mir eine ganze Platte anhöre, ist das schon viel, ganz ehrlich. Also das hat für mich ist echt nachgelassen. Nur wenn ich, sag mal, keine Podcasts mehr habe, das höre ich eigentlich viel lieber. Dann gucke ich hier auf meine Playlist, ach so, ja. Oder ich mache den Zufallsgenerator. Finde ich auch immer toll. Ne? Ich denke immer, was hast du denn da alles da drauf? Ne? Und dann springst du da hin und her und sagst, ist alles geil. Und dann kennst du da auch alles. Ne? Kannst ja mitsingen und im Zweifel den Text sogar noch angucken. Das ist schon super. Also da jetzt an Plattenspieler rennen, obwohl ich, ne, das wurde gesagt, du warst nicht im Keller, ich war extra zum Regal gelaufen, hab da nochmal durchgestöbert und denk, och, da weißt du nur mal genau, was da passiert ist und wo das war und wann das gekauft hast und was das Lieblingslied da drauf ist. Habe ich auch mal eine Zeit lang mal so Punkte drauf gemacht. 5 Punkte fürs beste Lied der Platte, zu dem Zeitpunkt. So ganz kleine Pünktchen so mit dem Kugelschreiber drauf. Die eigene iTunes, und die Sternebewertung sozusagen, ne? Genau. Ja, ich habe die erfunden. Okay. Und da war dann sozusagen die Platte-Seite mit den meisten Punkten war dann sozusagen mein Favorit. Und da gibt es ja manchmal Platten, wo wirklich, also echt Mist noch drauf ist. Ne? Irgendwas noch drauf gepresst war, nur damit die 30 Minuten voll sind oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das nur jetzt mein Empfinden ist. Ich würde lieber ein schlechtes weglassen, als das einfach nur der Vollständigkeit halber drauffüllen. Aber man weiß ja wirklich nicht, welches Herzblut dahinter steckt. Aber manche Songs, da denkst du, boah, was ist denn das für ein Scheiß? Dann habe ich bei manchen Platten jetzt nur noch die eine Seite aufgelegt, wo ich meine Lieblinge hatte. Es kam dann selten vor, dass das mal gewechselt ist. Also man kann ja noch einen Punkt dazu schreiben. Ne? So ein Punkt wegradieren ist jetzt, hat bei mir nicht stattgefunden. Aber sagen wir mal, wenn du so einen zweiten noch ergänzt hast, statt einem ganz schlechten Song,
Dann hast du auch mal zwei Pünktchen gekriegt. Da wussten die, denen ich die Platte verliehen hatte, eigentlich schon im Voraus, okay, ich habe nur noch so und so viel Platz auf meiner Musikkassette, da nehme ich nicht das ganze Album. Ja. Also das war dann manchmal, hat man ja so gemischt, ne? Da hab ich dann mehrere von, keine Ahnung, von, ich weiß nicht was. Ja, halt irgendjemand, ne, der hat dann alle von Police, ne, dann habe ich dann die nicht jeden Mist genommen. Die haben ja auch manchmal echt komische Lieder gehabt, fand ich. Die hatten echt super Songs gehabt. Aber manchmal denke ich, heiliger Mann, musste das? Was? Da kann ich nichts mit anfangen. Dann, das ist so eine Band, wo da mal der Peak und Low in meinem Empfinden echt schwer war. Da habe ich sozusagen ein Best-of von den drei, vier, die da hatten, gemacht. Und das passte dann auf eine 1090er. Das war hilfreich für mich. Ja, ja klar, also Spotify hörst du wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe Apple. Du hast Apple. Spotify. Okay. Ja, was soll ich denn beides haben? Ist ja Quatsch. Quatsch, natürlich. Also, ist eh beides gleich teuer und passt halt ins Universum, ne? Ja. Also, ich benutze tatsächlich, kennst du Tidal? Wie heißt das? Tidal, okay. Was machen ist die? Auch ein Streaming-Dienst. Auch Musik, ja. Oder? Also, okay. Und die haben so eine, besondere, sagen wir mal, High-Res-Bandbreite oder sowas. Ach so. Und also jetzt mag einer sagen, ja, nee, klar, hörst du sowieso nicht. Nee. Ich höre das auf jeden Fall. Ich hab halt in meinem Auto richtig auch gut gehabt. Mein Volvo ist ja leider kaputt gegangen. Der hatte eine gute Anlage und da habe ich einen Unterschied gehört und das war schon echt richtig cool bei Tidal. Und die höre ich hier übrigens auch zu Hause. Da habe ich den auch, den Kanal. Ne? Und ja, ich brauche das hier zu Hause auch mal einfach in etwas lauter. Das geht natürlich nur, wenn meine Frauen nicht da sind. Ne? Natürlich. Also Anna ist da sowieso, die sagt sehr, sehr schnell, kannst du leiser machen. Die braucht nur einen Blick, dann sehe ich schon, eigentlich weiß ich schon an der Lautstärke, was für sie laut ist und leise. Ja. Deshalb regle ich das schon mal selber. Pflichtbewusst. Aber was richtig cool ist, wenn ich mit Lea alleine bin, dann machen wir hier beide, dann machen wir hier das volle Programm. Dann machen wir so absichtlich hör mal, komm. Jeder sucht sich immer absoluten Song aus, abwechselnd, was er gerne hören möchte und dann läuft hier mal Casper oder sowas, ne? Und dann dröhnt das hier und ich feiere das mit ihr total. Sie hört auch gerne Billie Eilish, ne? Und oder Anne Malkantereit. Aber das ist ein schönes Spiel, ne? Gegenseitig, ne? Immer ein Song, ne? Das ist super. Das muss man dann aber auch aushalten, ne? Ja. Also wenn der andere dann sozusagen jenseits von dem ist, aber dann kannst du ja mit dem nächsten trumpfen, ne? Ja, ist so. Das genießen wir. Dann drehen wir hier richtig auf. Und singen mit und da merken wir beide, dass wir uns doch sehr, sehr ähnlich sind, ne? Dass wir das irgendwie brauchen. Das so. Herz im gleichen Rhythmus. Ja, ne? Und sie, klar, sie kennt alles, was ich gut finde, kennt sie auch. Sie ist unglaublich geprägt und ich bin immer wieder fasziniert, wirklich, wie schnell sie sofort alle Texte beim zweiten Mal, mindestens beim dritten Mal mitsingen kann. Da weiß sie alles. Ja. Hatten wir neulich Chicago, If You Leave Me Now, konnte sie komplett mitsingen. Das konnte ich noch nicht mal alles. Das hat mich richtig beeindruckt. Toll. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich habe für denjenigen, den es interessiert, worauf ich Musik hier höre in unserem Wohnzimmer, ich habe seit einem Jahr, ich habe eine Soundbar gekauft. Ich wollte erst eine HiFi-Anlage kaufen mit Boxen. Aber da, wie ich ja schon gesagt habe, ne, die Ehefrau und so, die Boxen, ach, muss das sein, diese Dinger. Der ganze Raum voll. Ne? Und dann habe ich lange hin und her überlegt und ich wusste, ein Freund von mir, der hatte auch schon Equipment von der Firma Nubert. Das ist eine Firma aus Süddeutschland. Das ist ja schon so eine Handmade-Firma. Also es ist handgemacht und ein bisschen edel. Und die haben, meine ich, drei Soundbars in ihrem Equipment. Und ja, wie das halt so ist beim Ralle, es muss dann auch kompromisslos einfach die größte sein und fertig aus. Keine Kompromisse hier. Ich brauche das Ding, ne? Ja. Muss aber sagen, das hat so einen Bass an Bord.
den muss ich einfach auf minus 10, auf maximal runterstellen. Und selbst dann ist der noch richtig, richtig präsent. Wahnsinn, ne? Und es ist... diese kleinen Dinger, ne? Das meinte ich ja, ne? Was die... Das ist kein, ja, das ist aber kein kleines Ding. Ja, aber es ist nicht, es ist ja nicht so ein Sarg wie früher. Nee, das ist ja es nicht. Irgendwie 1 Meter mal 50 mal 40 oder sowas. Das waren ja früher die Boxen. Stimmt, stimmt. Das also es ist so ein flaches, schmales Teil, ne? Ja, genau. So 1,20 mal 40, aber wiegt 45 Kilo. Boah. Und haben die Pflastersteine reingelegt. Und wir haben einmal, wir haben vor schon länger her jetzt, da haben wir mal so ein haben wir mal einen Filmabend gemacht. Wir waren alleine und, ach komm, jetzt lass uns mal krachen. Wir haben auch einen ziemlich großen, guten Fernseher. Komm, wir machen hier ein bisschen Kino. Ja, dann haben wir uns einen Film angeguckt und es war richtig cool. Ne? Also es war Sound war da, wir waren so richtig drin. Ja. Und auf einmal sagt einer zu mir, sag mal, hat das gerade geklingelt? Ich so, ich mache kurz Pause. Die Nachbarn, ja, genau, die Polizei. Genau die, nämlich über mir. Ja. Und dann klingelt es wieder. Und da stand mein Nachbar da und der war sowas von sauer. Weil... Ja, du kannst die Wände damit zum Zittern bringen. Die haben, die Wände haben gewackelt. Die haben vibriert. Wir hatten uns schnell daran gewöhnt und... aber gut, ich muss zu Recht sagen, okay, es war, glaube ich, 10:30. Okay, gut, haben wir dann leise gemacht. Er war ziemlich sauer. Ja, ja gut, man muss das auch einmal austesten, ne, wie weit man gehen kann. Ja, genau. Und dem Nachbarn ist immer zu laut, ne? Egal wann. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Alles ja blöd. Also wenn sich einer was kaufen will, kann ich so empfehlen, aber ich kann euch raten, kauft nicht die große Soundbar, die braucht ihr nicht. die braucht ihr nicht. Ihr braucht allerhöchstens die mittlere oder die kleine. Ja. Ja, das ist ja sowieso das Ding, dass die Fernseher immer flacher und klein, also flacher werden und dadurch keinen Resonanzkörper mehr haben. Deshalb muss man eigentlich so eine Sonos oder was weiß ich, gibt es auch komische, gibt es ja so Dinger, die das alles ausgleichen. Ne? Ich habe das zum Spaß mal bei jemandem gehört. Also ich dachte, was hast du denn da für einen Kasten? Ne, da sagt er, ja, pass mal auf, ne? Ich mache jetzt mal das Ding aus und mache jetzt den Fernseher an. Ne? Ganz normaler Film oder irgendwas lief da, wenn es auch nur Fußball war. Und dann das Ding dann an und denkst du, boah, heilige Scheiße, ne? Dass das so viel ausmacht, ne? Sag mal, diese, ich sag mal so, 1 Meter sind sie ja breit und dann vielleicht ne, 20, 15 Zentimeter, ne, so im Kasten. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Und dann strahlst du dich genau an, ne? Und wenn du Glück hast, hat es noch ein bisschen Bums, ne? Also wo dann, ne, der Hubschrauber dann auch wirklich zu spüren ist. Ja. Ja. Aber die, Bässe oder so die Frequenzen, das hat sich ja in der Neuzeit auch verschoben. Ne? Das gab es früher so nicht. Ne? So, ach so, ja, so tiefe, das hat sich verschoben. Ne? Wobei ich gehört habe, dass es halt auch nicht unbedingt besser sei irgendwie. Ne? Ja. Weil es halt auch viel kaputt macht. Ne? Ja, wenn natürlich die Wände da zum Wackeln, ist klar. Ich hatte das hier auch mal, ne, weil wenn Rika am Putzen oder sonst was ist, ne, und die alleine ist, dann hält die auch meine alten Boxen bis zum Anschlag. Und ich stand vor der Tür, ich wusste ganz genau, eieiei, da ist aber was los. Ne? Ja. Ja, also sonst, ich bin ja so für Lautstärke, aber so hier in den Ohren oder sowas, ich mache jetzt auch nicht so super laut, aber da... Das reicht mir auch teilweise, ne? Also von der Qualität her, weil so schlecht ist jetzt nur wieder nicht. Aber ja, sind meine Ansprüche halt nicht mehr ganz so hoch wie früher. Ja. Früher habe ich das, vielleicht habe ich besser gehört, früher kann ja auch sein, ne? Sagen wir die Höhen und sowas. Irgendwas wird ja weniger im Laufe der vielen Jahre, stimmt. Die man so hat. Ne? Aber ja, wie auch immer. Ja. Aber sind wir jetzt aber gut durchgeritten hier durch wieder, wie viel waren es? 1, 2, 3, 50, fast 60 Jahre Musikgeschichte. Haben wir auch nur angekratzt, ne? aus unserer Perspektive. Nee, wir haben schon umfassend und vollständig, ich glaube, dass da keine Lücken mehr gibt. Wikipedia wird diese Folge transkribieren. Ja, genau. Ja. Und du, Bengel, hast tatsächlich da das SW Logo auch noch untergebracht. Das hätte ich erst jetzt gesagt, aber es war ja nicht. Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen angestachelt. Ne? Ich muss mal gucken, wo ich so in so einem kleinen immer unterbringe. Genau. Oder wenn es nur
hier ins Bild gehalten, ne? Weil wir hatten voll technische Schwierigkeiten. Wir hätten es ja beinahe gar nicht gesehen. Dann wäre der Witz ja jetzt verloren gegangen. Mhm. Das stimmt. Aber seid gespannt. Also wir werden es irgendwie, ja, vielleicht habe ich eine Ralle tatsächlich, aber von mir aus muss es nicht sein. Ne? Sonst lass mich doch mal enttäuscht zurück, dass ich es selbst erwähne. Ja, ich reiz das so lange aus, bis du selber in die Falle kommst, in die Falle gehst. Ja, genau. Ja. Dann muss ich mir auch so ein Ding noch, so ein, wie heißt das, Running Gag oder wie heißt das, Running irgendwas, ne? So ein, wie heißt das Ding? Wenn einer so ein Cameo, ja, ne? Oder so ein Ding, ne? Dass man so was Geheimnisvolles machen, was immer auch im Podcast möglich ist. Egal. Hast du Lust, mal über Fotobücher zu reden? Oh, da habe ich so, hätte ich sogar was Neues zu erzählen. Machen wir in der Folge 340. Kannst du mal, nur für dich jetzt, also, zeig's mal. Ich kann es ja schon mal hier reinhalten. Ja. Ja. Da könnte die Hörer auch was freuen. Denn es gibt was vom Ralle. Ach, das Ding, was du immer, was ich gesagt habe, mach das mal endlich. Ne? Ja, aber das ist noch nicht das, was eigentlich in richtig gut kommt. Das ist ein Katalog, da kann ich was zu erzählen. Ja. Ja. Aber der ist toll geworden. Richtig toll. Morgen geht es übrigens nach Baden-Württemberg. Am Wochenende ist da Eröffnung und da wird er das erste Mal gezeigt. Sehr gut, Ralle. Ne? Mensch, boah, anderthalb Stunden. Das ist ja also das wahr hier. Wieso können wir eigentlich nicht kurz? Ich habe das gar nicht gemerkt jetzt irgendwie. Also es Aber wir haben auch wirklich wild rumgesprungen. Ja. Aber Mensch, komm, du hast noch gesagt, ich sage, boah, kriegen wir alles rein. Ich habe mich, glaube ich, nur auf Plattencover vorbereitet, du nur auf Anlagen. Und am Ende haben wir ganz, über ganz andere Sachen gesprochen. Nee, Quatsch. Wir haben ja kein Thema hier. Wir haben ja auch keine Erwartungshaltung. Ich glaube, die Pia Parolin hat letztens noch gesagt, wo ich mit Atemtechnik um die Ecke kam. Da war sie ja total überrascht. Nicht nur sie war überrascht. Ich war auch überrascht. Ich hatte nur Oha gesagt. Ja. Guck mal. Gut. Ralle, dann sag ich mal tschö, bis demnächst. Soll ich auch sagen. Vielen Dank und bis nächste Woche. Alles klar, bis nächste Woche. Bye, bye. Ja. Puh. Mein Gott. Das war mal wieder mal Nostalgie pur, ne? Also. Ach so, ein kleiner Sidekick. Die alten Folgen von Zeit ohne Ende gibt es bei Apple nicht mehr, weil der Thomas Leutert seine Datei, die da hinterlegt war, gelöscht hat. Ich stopfe die jetzt nach und nach in meinen Podcast rein. Bei Spotify sind sie noch da. Ich glaube, die haben die selber abgespeichert oder für eine Zeit lang gewährleistet.